setzten Zusatzpunkt 9 auf, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Anpassung des Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Über diesen Gesetzentwurf werden wir, wie gerade angekündigt, später namentlich abstimmen. Für die Aussprache sind 60 Minuten vorgesehen. Dazu höre ich jetzt keinen Widerspruch mehr. Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist der Kollege Hans Michelbach für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der heute leider zur Tatsache gewordene Brexit ist auch eine große Herausforderung für die deutsche Wirtschaft. Es geht jetzt um die internationale Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit, natürlich auch mit einem Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, das wir jetzt heute verabschieden, meine Damen und Herren. Denn in den nächsten 3 Jahren stehen allein 135.000 Familienunternehmen zur Übergabe an, und davon sind über 2 Millionen Beschäftigte betroffen. Das ist der Ernst der Lage, und deswegen müssen wir heute handeln, meine Damen und Herren. Unser Leitgedanke bei der Anpassung der Erbschafts- und Schenkungssteuer war die Erhaltung der Generationenbrücke in unseren deutschen Betrieben mit der Sicherung von Arbeitsplätzen. Mit der Einigung zu der nun vorliegenden Reform ist uns eine verfassungskonforme, praxistaugliche und vor allem arbeitsplatzsichernde Lösung gelungen, meine Damen und Herren. Dieser tragfähige Kompromiss zeigt die Handlungsfähigkeit unserer Koalition, und ist es am Ende gelungen, vor allem eine mittelstandsfreundliche Lösung zu finden, die Sicherheit für viele Betriebe bedeutet und zu keinen weiteren Belastungen führen wird, meine Damen und Herren. Dies ist ein Beitrag zur Sicherung und Stärkung unserer weltweit einzigartigen, vom Mittelstand und Familienunternehmen geprägte Wirtschaftsstruktur in Deutschland. Das ist das Erfolgsmodell, meine Damen und Herren, wo uns viele Länder beneiden. Diese Mittelstandsstruktur ist das Erfolgsmodell für die erfolgreiche Wirtschaftsnation Deutschland. Und eine Wirtschaftsstruktur, das sollten wir nicht vergessen, die in der Finanz- und Wirtschaftskrise maßgeblich zur Stabilität und Beschäftigungssicherung beigetragen hat. Und diese Struktur, die dürfen wir doch nicht zerschlagen, meine Damen und Herren. Ich stelle hier ausdrücklich fest, es geht hier auch nicht um Geschenke für ein paar reiche Erben mit Privatvermögen, sondern um den Erhalt von Arbeitsplätzen und Betrieben, um das Wohl von Arbeitnehmern und ihren Familien. Das steht ganz vorne dran, meine Damen und Herren. Wir sprechen hier von denjenigen, die den Wohlstand in Deutschland erwirtschaften, den Sie, meine Damen und Herren, von den Linken so gerne verteilen. Erwirtschaften geht vor Verteilen, aber das wollen Sie ja nie begreifen. Gerade Ihnen von der Linken sind die ideologischen Feindbilder und Scheuklappen näher als die Menschen in diesem Lande, meine Damen und Herren, mit einer ordentlichen, arbeitsplatzsichernden Erbschafts- und Schenkungssteuer, meine Damen und Herren. Ich habe in der Diskussion um die Erbschaftssteuer immer wieder das Wort von der Verteilungsgerechtigkeit gehört. Verteilungsgerechtigkeit ist wichtig, das hört sich gut an. Verteilungsgerechtigkeit kann es auch nur dann geben, wenn es etwas zu verteilen gibt. Das ist eine Binsenwahrheit. Ihre Vorstellungen allerdings würden dazu führen, dass es ziemlich bald eben nichts mehr zu verteilen gibt, meine Damen und Herren. Die soziale Bindung des Eigentums ist für uns natürlich die Grundlage unserer sozialen Marktwirtschaft. Und deshalb verbinden wir auch in diesem Gesetzentwurf das Eigentum mit der Verpflichtung zur Erhaltung der Betriebe und Arbeitsplätze. Das ist die Grundlage unseres Gesetzes, meine Damen und Herren. Und deshalb hat auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil
unsere Verschonungsregelung, die Sie immer kritisiert haben, ausdrücklich bestätigt, meine Damen und Herren. Das muss noch einmal verdeutlicht werden. Das Bundesverfassungsgericht hat unsere Verschonungsregel bestätigt. Das ist der wesentliche Grundsatz. Und deswegen ist dieses Gesetz auch verfassungskonform. Die Einwände, die uns das Bundesverfassungsgericht aufgetragen hat, haben wir in den Beratungen und auch mit den Sachverständigen in den Anhörungen sehr ernst genommen. Und wir haben natürlich nachgewiesen im Protokoll, dass alle Punkte dieses Gesetzes mit den Sachverständigen erörtert wurden. Es ist einfach nicht die Wahrheit, was Sie hier verkünden, meine Damen und Herren. Und wir haben ein Gesetz, das an die Gemeinwohlverpflichtung angepasst ist. Auch deshalb kann ich mit Fug und Recht sagen, wir haben ein gutes Ergebnis erzielt, das Unternehmen und Arbeitsplätze zukunftssicherer macht. Natürlich kann man sich immer von vielen Seiten mehr vorstellen, aber es ist der Kompromiss, der nun bei einer schwierigen Sache auch positiv erledigt wurde. Und lassen Sie mich einige wichtige Punkte hervorheben. Erstens, die Freistellung von Betrieben mit bis zu 5 Beschäftigten von der Lohnsummenprüfung. Das war ein Anliegen der CSU, weil wir eben ganz tief verwurzelt sind mit den Handwerks- und mit den kleinen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben, weil die auch in der Zukunft weniger Bürokratielasten damit haben. Das Totschlagargument der Opposition mit der Unternehmensstatistik zur Lohnsummen- und Verschonungsregel ist falsch, meine Damen und Herren. Die größte Zahl von Ein-Mann-Betrieben wird überhaupt nicht übergeben und nicht vererbt. Das sollte man auch aus dieser Statistik mal herauslesen. Das ist die Grundlage. Und deswegen ist diese Zahl von 5 Beschäftigten absolut entbürokratisierend und auch die richtige Zahl, meine Damen und Herren. Hervorzuheben ist auch die marktwirtschaftliche und realistische Unternehmensbewertung. Wir kürzen den Kapitalisierungsfaktor von knapp 18 auf einen Wert, der nun in einem Korridor von 10 bis 12,5-fach liegt. Dadurch vermeiden wir, und das ist wichtig, eine Überbewertung, die sich aus dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld ergibt, und erhalten gleichzeitig einen akzeptablen Unternehmenswert, der im vereinfachten Ertragswertverfahren auch weniger streitanfällig wird. Und das ist ja auch im Vollzug ein wichtiges Thema. Denn die Marktfähigkeit eines Unternehmenswertes liegt in der Regel bei dem etwa 7- bis 9-fachen. Wir haben jetzt den Korridor 10- bis 12,5-fachen. Das trägt dazu bei, dass der Mittelstand nicht unverhältnismäßig mit einer Substanzbesteuerung belastet wird, meine Damen und Herren. Deswegen ist dieser Punkt ein Erfolgspunkt für die Wirtschaft und letzten Endes auch für die Finanzämter, die das administrieren müssen. Ein ebenfalls großer Erfolg ist die erweiterte Stundungsregelung, die zinslos für maximal 10 Jahre gewährt wird. Damit zeigen wir deutlich, meine Damen und Herren, dass für uns die Erhaltung von Betrieben und Arbeitsplätzen das Allerwichtigste ist. Es muss kein Betrieb wegen der Erbschafts- und Schenkungssteuer zerschlagen werden. Das ist die Botschaft, die wir heute verkünden. Und das ist eine wichtige Botschaft, meine Damen und Herren. Darüber hinaus haben wir eine sogenannte Investitionsklausel im Gesetz verankert. Dadurch kann nach dem Erbfall nicht begünstigt Vermögen durch eine Investition in begünstigtes Vermögen gewissermaßen umgewandelt werden. So stellen wir Planungssicherheit her und setzen zugleich starke Zukunftsanreize für notwendige Investitionen. Wir bekämpfen damit auch den Investitionsstau in Deutschland. Dieser Anreiz ist wichtig, dass man letzten Endes, wenn man investiert in die Zukunft des Betriebes, in die Arbeitsplätze, auch eine Anerkennung des Gesetzgebers hat. Als letzten Punkt möchte ich erwähnen, dass wir größere Familienunternehmen, also Betriebe mit viel Beschäftigung und langen Eigentümerbindungen über Generationen hinweg, die oftmals eine Verfügungsbeschränkung der Anteilseigner haben, mit einer Steuerbefreiung von maximal 30% entgegenkommen. Und meine Damen und Herren, das ist gerecht, weil Verfügungsbeschränkungen bei der Anteilsweitergabe natürlich den Wert erheblich reduziert. Sie können doch nicht etwas besteuern, was in dem Wert nicht als Bemessungsgrundlage beinhaltet ist. Auch damit leisten wir einen elementaren Beitrag zum Erhalt
unserer arbeitsplatzsichernden Wirtschaftsstruktur. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss das Fazit ziehen. Wir haben erreicht, dass auch in Zukunft der Wirtschaftsstandort Deutschland erfolgreich gestaltet werden kann. Unsere kleinen, mittelständischen und größeren Familienunternehmen werden auch dank dieser Reform das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und Beschäftigungsmotor Nummer eins bleiben. Und vor diesem Hintergrund appelliere ich an dieser Stelle auch an die Grünen und letzten Endes, dass Sie im Bundesrat nicht blockieren, sondern geben Sie diesem Wirtschaftsstandort diese Chance mit diesem Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz. Das ist gerade heute im Zeichen Herr des Kollege. Brexits ein wichtiges Anliegen. Vielen Dank. Also mit Blick auf die besonderen Bedingungen, unter denen wir heute die Tagesordnung abwickeln, bitte ich noch mal alle Rednerinnen und Redner, die Redezeit auch möglichst einzuhalten. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sarah Wagenknecht für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich muss wirklich noch mal sagen, ich finde es ungeheuerlich, dass Sie ein derart grundlegendes und möglicherweise erneut verfassungswidriges Gesetz hier im Eilverfahren und noch dazu heute im Schatten einer solchen Abstimmung wie in Großbritannien gestern durchpeitschen wollen. Ich finde, das ist völlig unangemessen und das ist genau die Politik, die die Leute abstößt. Machen Sie so weiter, dann machen Sie wirklich alles kaputt. Und natürlich geht es. Es geht um die Frage bei der Erbschaftssteuer, ja, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Zwei Ökonomen der italienischen Notenbank haben kürzlich die Liste der Steuerzahler der Stadt Florenz aus dem Jahr 2011 mit der aus dem Jahr 1427 verglichen. Und das erstaunliche Ergebnis war, die reichsten und einflussreichsten Familien der Stadt, es waren immer noch die gleichen wie vor fast 600 Jahren. Und genau das Gleiche gibt es auch an Studien für Großbritannien. Und auch für Deutschland lassen sich solche Kontinuitäten mindestens bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. An der Spitze der Einkommens- und Vermögenspyramide hatten wir nie eine Leistungsgesellschaft. Da hatten und haben wir eine Erbengesellschaft mit langen, generationenübergreifenden Familiendynastien, die sich eigentlich von dem alten Feudaladel nur dadurch unterscheiden, dass ihre Vermögen noch um einiges größer sind. Und um genau diese Vermögen geht es überwiegend, wenn wir über Betriebsvermögen reden. Über 90% des Betriebsvermögens in Deutschland befindet sich in den Händen der reichsten 10% aller Familien. Den Löwenanteil haben die reichsten 1%. Und ein gutes Zehntel aus jeder Generation erbt mehr als die untere Hälfte der Bevölkerung im ganzen langen Arbeitsleben verdienen kann. Das heißt, wer reich geboren wird, der bleibt reich. Und wer arm geboren wird, der hat mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Armut zu sterben. Das sind die gesellschaftlichen Realitäten in Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Und wir finden das unerträglich. Als der Liberalismus noch eine lebendige Strömung in der Tradition der Aufklärung war, da gehörte der Kampf gegen erbliche Vorrechte zum liberalen Markenkern. Der große Liberale John Stuart Mill forderte explizit, eine stark belastende Steuer auf jede Erbschaft zu legen, die einen moderaten Betrag übersteigt. Und auch der Ordoliberale Alexander Rüstow attackierte das, was er das feudal-plutokratische Erbrecht nannte, das nach seiner Auffassung die Marktwirtschaft zur Plutokratie, zur Reichtumsherrschaft verkommen lässt. Und ich finde es wirklich traurig, dass solche Traditionen in der heutigen Union keine Heimat und nicht den geringsten Rückhalt mehr haben. Wir reden wirklich nicht über sauer erarbeitete Spargroschen. Und wir reden auch nicht über Oma ihr kleines Häuschen und auch nicht über kleine Unternehmen. In all diesen Fällen kann der Fiskus sich tatsächlich zurückhalten. Aber die Realität ist ja, er tut das gar nicht. Wer zum Beispiel von seinen Eltern ein Haus im Wert von 1 Million Euro erbt, und das sind in Städten wie München oder Düsseldorf keine prunkvollen Villen, bei dem werden 90.000 Euro Erbschaftssteuer fällig, keine Kleinigkeit. Wer dagegen ein Unternehmen im Wert von 25 Millionen erbt, der zahlt keinen einzigen Euro Erbschaftssteuer. Und selbst für Unternehmen im dreistelligen Millionen- oder sogar Milliardenbereich, selbst für solche Unternehmen sind so viele Ausnahmen und Sonderregelungen im neuen Gesetz versteckt, dass selbst Sprösslinge aus Familien,
die man in Russland oder in Griechenland als Oligarchen bezeichnen würde, dass selbst solche Sprösslinge gute Chancen haben, ihr Erbe anzutreten, ohne der Allgemeinheit irgendeinen relevanten Beitrag zu zahlen. Und ich finde, das ist ein Skandal. Und ich weiß auch nicht, wie Sie das mit dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes vereinbaren können. Ich finde das auch eine ziemliche Unverschämtheit gegenüber dem Verfassungsgericht, um das auch noch mal deutlich zu sagen, denn das hat genau diese Gleichbehandlung eingefordert. Insgesamt 300 bis 400 Milliarden Euro, und zwar überwiegend Großvermögen jenseits der Milliardenschwelle, werden Jahr für Jahr von einer Generation zur nächsten weitergereicht. Und trotzdem haben Sie die Erbschaftssteuer zu einer Bagatellsteuer verkommen lassen, die gerade mal 1% oder weniger als 1% zum gesamten Steueraufkommen beiträgt. Das war vor der Reform so, und das wird nach der Reform so bleiben. Und ich finde, das ist der eigentliche Skandal. Und diese zartfühlende Rücksichtnahme, mit der in der Erbschaftssteuerdebatte immer wieder von Überbelastungen gewarnt wird, wohlgemerkt, wir reden hier von Multimillionären, also die hätte ich mir auch einmal gewünscht, wenn es um die Belastung normaler Arbeitnehmer geht. Welche Verschonungsregeln haben Sie etwa für Kinder von armen Eltern, wenn diese im Alter ins Pflegeheim müssen? Ab einem Einkommen von gut 3.000 Euro pro Haushalt verlangt das Sozialamt von jedem verdienten Euro 50 Cent für die Pflege der Eltern, ohne Verschonungsregeln. Und jetzt kommen Sie mir nicht mit der angeblichen Gefährdung von Arbeitsplätzen. Selbst der wissenschaftliche Beirat des Finanzministeriums hat festgestellt, dass es wenig Hinweise gibt, dass die steuerliche Schonung von Betriebsvermögen Arbeitsplätze sichert. Dass immer mehr Unternehmen an Finanzinvestoren und Konzerne verkauft werden, das hat mehr damit zu tun, dass geeignete Nachfolger fehlen. Und es hat natürlich auch mit Herrn Draghis Billiggeld und dem dadurch ausgelösten Übernahmefieber zu tun. Aber bis heute gibt es keinen einzigen Fall, der dokumentiert ist von einem Unternehmen, das aufgrund der Zahlung von Erbschaftssteuer pleite gegangen wäre. 8.000 Millionen Euro Mehreinnahmen im Jahr wären zu erwarten, wenn einfach nur die aktuellen relativ niedrigen Sätze auch für große Betriebsvermögen angewandt wurden. Aber Ihre tolle Reform soll die Einnahmen gerade mal um lächerliche 235 Millionen erhöhen. Und selbst das ist fraglich. Experten wie etwa Norbert Walter-Borjans, der NRW-Finanzminister, fürchtet sogar zusätzliche Steuerausfälle. Und ich finde, das ist doch wirklich ein Hohn. Und verdammt nochmal, Sie von der SPD, muss Ihnen das nicht zu denken geben, was Sie hier heute für ein Gesetz durchwinken? Das ist doch unglaublich. Und mit 8 Milliarden wäre es übrigens kein Problem, die Zuzahlungen der Kinder für Eltern im Pflegeheim komplett abzuschaffen und natürlich auch die personelle Ausstattung dieser Heime deutlich zu verbessern. Aber sowas kommt Ihnen leider offenbar gar nicht in den Sinn. Und nochmal, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wer soll denn Ihre Politik noch nachvollziehen können? An einem Tag ruft Ihr Vorsitzender den linken Bündnisfall zur Rettung des Landes aus, und am nächsten Tag winken Sie dieses Oligarchenpflegegesetz hier im Bundestag durch. Das bringt doch keiner mehr zusammen. Und ich finde, wer der Konzentration derart riesiger Vermögen so tadellos zuschaut, ja, der sollte sich dann Sonntagsreden über Chancengleichheit und Gerechtigkeit auch sparen. Aber ich muss natürlich auch noch eins sagen, also besondere Ignoranz verfassungsmäßiger Grundsätze, die muss man nun wirklich der CSU bescheinigen. Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der CSU? Schon mal irgendwo gehört? Ja, das ist die bayerische Verfassung, na, Sie wissen es doch sogar, aber es scheint überhaupt keine Relevanz zu haben, dass die bayerische Regierung auf diese Verfassung ihren Amtseid geschworen hat. Also gebrochene Eide scheinen Sie für eine politische Selbstverständlichkeit zu halten. Auch das ein Punkt, dass Sie sich nicht wundern müssen, dass die Menschen sich von so einer Politik abwenden. Inzwischen hat die Ansammlung von Riesenvermögen in Deutschland Ausmaße angenommen, die mit einer Demokratie nicht mehr vereinbar sind. Und gerade das Gesetz, das Sie hier durchwinken, ist ein lebendiger Beleg dafür. Das ist keine Reform. Das ist eine Kapitulation vor der Macht und dem Einfluss steinreicher Firmenerben. Und die Linke wird ihren Anteil auf jeden Fall leisten, dieses Gesetz im Bundesrat zu stoppen. Und wenn die Grünen das Gleiche tun, dann werden wir auch Erfolg haben. Ich hoffe sehr, dass es dazu kommt.
Carsten Schneider ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn das zum Verfahren. Also die Opposition hat hier kritisiert, dass wir zu spät über die Veränderungen im parlamentarischen Verfahren informiert wurden. Das finde ich bemerkenswert, denn der Kern dessen, was Ihnen heute vorliegt, ist seit Februar klar. Seit Februar hatten Sie die Chance, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt jetzt noch ein, zwei marginale Änderungen. Auch das, ein, zwei marginale Änderungen, die zu einer Verbesserung dieses Erbschaftssteuergesetzes führen. Und meine Damen und Herren, Sie müssen sich überlegen, wie Sie Ihre Oppositionsarbeit hier wahrnehmen. Denn nur hier zu opponieren und Nein zu sagen, reicht nicht. Sie hatten anderthalb Jahre Zeit, hier im Deutschen Bundestag ein eigenes Modell zur Erbschaftssteuer vorzulegen. Weder von der Linkspartei noch von den Grünen liegt auch nur ein Änderungsantrag vor. Ich kann ja verstehen, dass Sie nicht zustimmen. Sie sind Opposition, das müssen Sie tun. Aber zur Opposition gehört nicht nur Nein zu sagen, es gehört auch Alternativen aufzuzeigen. Sie haben keine einzige Alternative aufgezeigt. Bei den Grünen vermutlich ist das der Fall, weil sie sich nicht entscheiden können, welcher Flügel bei den Grünen sich denn nun durchsetzt. Der aus Baden-Württemberg, der alle verschonen will, die sehr reich sind, oder der von Herrn Rohfalter. Aber das können Sie euch dem Bundestag vorstellen. Kollege, wir als Koalitionsfraktion müssen hier heute Entscheidungen treffen. Die Kollegin Göring-Eckert wollte Ihnen das gerne erklären. Darf sie das? Gerne. Bitte. Nein, ich wollte sehr gerne die Möglichkeit einer Zwischenfrage in Anspruch nehmen und wollte gerne Herrn Schneider fragen, ob es wirklich so ist, dass sich Frau Merkel, Herr Seehofer und Herr Gabriel wegen Marginalien treffen. So haben Sie es gerade dargestellt. Liebe Frau Kollegin Göring-Eckert, die Änderungen, die gemacht wurden, sind gegenüber dem Kompromiss, der im parlamentarischen Verfahren von Kollegen Brinkhaus und Frau Hasselfeld und mir vereinbart wurden, die seit Februar stehen, darüber sind die Veränderungen marginal. Das ist meine Auffassung. Das brauchen Sie auch nur vergleichen. Ja, müssen Sie nur vergleichen mit dem Forderungskatalog, den die CSU aufgestellt hat und was davon übrig geblieben ist. Im Kern, meine Damen und Herren, ist die Erbschaftssteuer eine der letzten und wenigen vermögensbezogenen Steuern in Deutschland. Wir haben nur zwei. Und Frau Wagenknecht, ein Punkt war richtig in dem, was Sie gesagt haben. Den Bestand, den Befund, was die Vermögensverteilung insgesamt betrifft. Und die ist nicht gerecht. Und aus diesem Grund ist die Erbschaftssteuer eine Kernsteuer, um zu mehr Gerechtigkeit zu kommen. Und die SPD, liebe Frau Wagenknecht, die SPD setzt sich dafür ein und bringt das heute durch, dass das Aufkommen gesichert wird, dass es verfassungsfest dauerhaft ist und dass die Arbeitsplätze erhalten werden. Das ist der Erfolg der SPD, dass wir eine gerechte Steuer haben. Sie haben nichts Eigenes dazu vorgelegt. Nun möchte der Kollege Trost noch, das wäre allerdings, wenn Sie es zulassen, auch die letzte, die ich zulassen würde. Bitte schön, Herr Kollege Trost. Herr Kollege Schneider, Sie sind ja nicht Mitglied des Finanzausschusses. Deswegen frage ich nur, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir am letzten Dienstag im Berichterstattergespräch gesagt haben, wir wollen noch eine Anhörung haben? Weil in der ersten Anhörung bereits auch Ihre Sachverständige gesagt haben, dass der Entwurf eher nicht verfassungskonform ist und Sie jetzt noch mal eine Ausweitung gemacht haben von 3 auf 5 Betriebe, also eher noch weiter. Und die Antwort von Ihren Kollegen war, wir brauchen keine Anhörung, die haben uns ja sowieso alle schon gesagt, dass es nicht verfassungskonform ist und jetzt haben wir es ja noch ausgeweitet, wir werden die gleiche Antwort wiederkriegen, dafür brauchen wir keine Anhörung. Das ist aus unserer Sicht in der Tat skandalös, weil wir wissen, dass am Schluss dieser Gesetzentwurf, wenn er jetzt nicht im Bundesrat gestoppt wird, wieder vom Bundesverfassungsgericht zurückgeholt wird. Und ich möchte noch eines sagen zu der Frage, ist das denn jetzt Bürokratieabbau? Wir reden doch hier nicht von der monatlichen Umsatzsteuererklärung. Wir reden davon, dass in 20, 30 Jahren einmal ein Fall von Schenkung oder eben Erbübergang stattfindet. Und da ist es doch wohl gerechtfertigt, einmal Vermögensverhältnisse auch offenzulegen und festzustellen, was da an Substanz zur Versteuerung da ist. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Trost, zunächst einmal, die Anhörung, die stattgefunden hat, hat zustimmende und kritische Stimmen gebracht. Darauf sind wir eingegangen.
Nehmen Sie den Punkt des Abschmelzbetrages. Einer der Hauptpunkte der Kritik war die Frage, wie ist das mit der Verschonung bei besonders hohen Vermögen? War auch einer der Kritikpunkte der SPD gewesen. Zum Hintergrund, mal kurz einzuführen, wer über 26 Millionen Euro erbt als Unternehmensanteil, Erbschaftsanteil oder Erbschaftswert, der hat jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, er muss eine Bedürfnisprüfung machen. Hatten Sie. Bedürfnisprüfung machen. Das ist eine Vorgabe des Verfassungsgerichts. Das haben wir eingeführt. Er kann aber auch zweitens wählen ein Abschmelzmodell, wo er das nicht offenlegt und dann bis zu einer Summe, das war der ursprüngliche Gesetzentwurf, weit über 100 Millionen Euro einen niedrigeren Steuersatz zahlt. Das haben wir als Sozialdemokraten immer kritisiert, der Bundesrat im Übrigen auch, und deswegen haben wir das geändert. Und dieser Abschmelzbetrag, diese Verschonung ist um die Hälfte reduziert worden, sodass wir jetzt ein deutlich höheres Aufkommen haben, ein sicheres Erbschaftssteuerrecht. Und was die verfassungsrechtlichen Fragen betrifft, kann ich Ihnen nur sagen, die 5 Arbeitnehmer, 3 oder 5, das ist ja der Kernfrage, die Sie jetzt hatten. Wissen Sie, da geht es also nicht um das Aufkommen. Wir sind uns alle einig, bei 5 Arbeitnehmern geht es nicht um große Vermögen, die in diesen Unternehmen sind. Das ist eine Frage auch der Bürokratie. Wie lange müssen diejenigen, die dort Firmeneigentümer sind, auch den ganzen Aufwand betreiben und das nachholen? Das Bundesfinanzministerium, das Bundesjustizministerium haben das geprüft. Sie sind der Auffassung, dass 5 Arbeitnehmer möglich sind, dass es verfassungskonform ist. Dieser Auffassung haben wir uns angeschlossen. Und es bedeutet nicht, dass es zu weniger Aufkommen kommt, sondern dass es zu weniger Bürokratie kommt. Und genau deswegen haben wir das auch übernommen. Sie hätten die Gelegenheit gehabt, im Ausschuss, hier im Bundestag heute eigene Vorschläge vorzulegen. Stellen Sie mal fest, es liegt nichts Eigenes vor. Und jetzt sage ich das mal auch bezogen auf die Länder. Wir sind auf die Punkte zum Gesetzentwurf, die die Länder beschlossen haben, eingegangen. Wir haben sie aufgegriffen. Das ist die Veränderung des Verwaltungsvermögens. Wie definiert man Verwaltungsvermögen? Haben wir zu 100% die Position der Länder übernommen. Der linken und grünen Länder im Übrigen auch. Die Konsequenz ist aber, dass das Aufkommen in diesem Fall um 70 Millionen Euro sinkt. Sie sind das bewusst. Wir haben das gemacht, aber ich verbitte mir dann auch die Kritik darüber, dass es zu einem geringeren Aufkommen kommt, wenn wir die Position der Länder übernommen haben. Der zweite war der Abschmelzbetrag. Das ist der große Erfolg der SPD. Wir haben jetzt für die wirklich Superreichen, diese 1%, Frau Wagenknecht, die Sie angesprochen haben, und das sehe ich auch, dass wir genau dort ran müssen, weil wir durch den Zins- und Zinseffekt natürlich Leute haben, die einfach gar nicht mehr arbeiten müssen und quasi wie im Schlaraffenland leben. Das widerspricht auch meinem Leistungsgedanken in diesem Land. Und deswegen müssen diese Leute, wenn sie mehr als 26 Millionen Euro erben, jetzt tatsächlich Steuern zahlen. Das mussten sie bisher nicht und sie werden es jetzt. Und ich halte das auch für gerecht. Und deswegen sind wir auch als Sozialdemokraten der Auffassung, dass das ein gutes Erbschaftssteuergesetz ist. Der zweite Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist die Frage eines eventuellen Vermittlungsausschusses. Wenn Sie, habe ich überhaupt kein Problem damit. Es ist sogar gut, wenn die Verfassungsorgane des Bundes, des Bundestages und der Bundesrat ihre normalen Instrumente auch nutzen. Und ich bin gespannt, wie Sie mit diesem Gesetz umgehen werden, ob es eine Mehrheit dafür, eine Mehrheit für eine Anrufung des Vermittlungsausschusses etc. gibt. Man kann ja eventuell auch nur schlauer werden, dann hätten wir eventuell auch endlich eine geschlossene Position der Länder für ihre eigene Steuer. Diese Verantwortung müssen Sie dann aber wahrnehmen. Wir sind jedenfalls bereit, uns darauf auch einzulassen. Es ist überhaupt kein Beinbruch, sondern ein ganz normales Verfahren in Deutschland. Und dann will ich doch noch mal kurz auf Frau Wagenknecht eingehen und ihr Beispiel mit dem Häuschen in München. Also Sie haben ja hier, wie gesagt, keine einzelnen Änderungsanträge eingebracht. Aber das, und jetzt muss man zum Hintergrund wissen, dass die, wenn Sie einen Erbfall haben, privat erben, Sie 400.000 bei den Kindern Freibetrag haben, bei direkten Ehepartnern 500.000. Das ist schon sehr viel, weil das Durchschnittsvermögen in Deutschland ist 200.000, da sind aber die ganzen Superreichen bei. Also ist wahrscheinlich der Schnitt irgendwas eher bei 30, 40, 50.000 Euro. Das heißt, wir haben schon das Zehnfache an Freibetrag als dessen, was der Durchschnitt hat. Jetzt kommen Sie heute hier und sagen, dass Sie das auf 1 Million Euro erhöhen wollen. Liebe Frau Wagenknecht, das ist das Gegenteil einer sozialen Politik, sondern das ist letztendlich Schutz der Millionäre in München. Und genau das haben wir verhindert. Dass die Linke jetzt darauf einschwenkt, ist doch schon eine besondere Quintessenz dieses Tages. Zum Schluss noch ein Punkt an die Kollegen von der CSU. Also es war schon ein spannendes Verfahren, was wir hier 1,5 Jahre hatten.
Und ich habe mich manchmal gefragt, welcher Partei gehört eigentlich der Bundesfinanzminister an? Weil die Kritik, die dann an dem Vorschlag, den er ausgearbeitet hat, kam ja vor allen Dingen von der Seite der CSU. Was ich aber Ihnen ganz klar sagen muss, ist, dass die Forderung, die der Ministerpräsident Seehofer jetzt aufgestellt hat, eine Regionalisierung der Erbschaftssteuer anzustreben, dass wir die als Sozialdemokraten ganz klar ablehnen. Das Verfassungsgericht ganz eindeutig. Und wir haben es verhindert, liebe Kollegin der Grünen. Wir haben es verhindert, das war eine der Forderungen. Was bedeutet das? Es bedeutet Steuerdumping in Deutschland. Natürlich ist das Vermögen in Thüringen bei mir viel geringer als das in Bayern. Hatten ja auch viel mehr Zeit, das zu erarbeiten. Wenn wir dort zu unterschiedlichen Steuersätzen kommen, das heißt, in Thüringen zahlen Sie vielleicht 10%, in Bayern zahlen Sie dann nur 3%, dann würde das natürlich zu einer Extremverlagerung auch kommen, wie wir sie leider im europäischen Bereich schon haben, dass in Österreich keine Erbschaftssteuer gezahlt wird und deswegen sogar Anzeigen geschaltet wurden, kommt nach Österreich. Das wollen wir weder in Deutschland und schon gar nicht in Europa. Und deswegen, liebe Kollegen der CSU, mit uns ist das nicht zu machen, vor einer Bundestag oder nach einer Bundestagswahl nicht. Das gehört zur Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse, gehört zu einer gerechten Gesellschaft. Und ihr habt doch eigentlich das Soziale auch in eurem Kürzel mit drin. Schreibt das ab, das wird sowieso nichts. Vielen Dank. Lisa Paus hat nun das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, um es gleich ganz klar zu sagen, wenn wir hier als Gesetzgeber noch ernst genommen werden wollen, Herr Kauder, und nicht nur als Erfüllungsgehilfen von Lobbyisten, dann darf dieses Gesetz diesen Bundestag heute hier nicht passieren. Das Gesetz ist verfassungswidrig, es ist ungerecht und es ist unfassbar kompliziert und ein Konjunkturprogramm für Steuerberater. Und deswegen werden wir jedenfalls das Gesetz hier heute ablehnen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Das Bundesverfassungsgericht, wir haben es schon gehört, hat im Dezember 2014 verkündet, eine pauschale Befreiung von der Erbschaftssteuer für Unternehmenserben, wie es sie bisher gab, die darf es zukünftig nicht mehr geben. Es darf sie geben für Erben von kleinen und mittleren Unternehmen, wenn sie Arbeitsplätze erhalten. Aber für alle anderen Fälle, so das Gericht, müsse zukünftig eine individuelle Bedürfnisprüfung des Unternehmenserben stattfinden, um festzustellen, ob er nicht doch und wenn ja, wie viel Erbschaftssteuer zahlen kann oder nicht. Soweit, so klar. Und was passierte dann? Schäuble legte vor genau einem Jahr einen Referentenentwurf vor, nachdem weiterhin 99% der Unternehmenserben pauschal von der Erbschaftssteuer befreit sind. Das heißt, dass im Schnitt ganze 95 Personen pro Jahr, ich wiederhole 95 Personen, das sind nicht meine Zahlen, das sind die Zahlen der Bundesregierung, nicht mehr pauschal befreit werden sollten von der Erbschaftssteuer, weil sie nämlich ein Betriebsvermögen von mehr als 20 Millionen Euro geerbt haben. 95. Ich fand das damals schon zu wenig, meine Damen und Herren. Aber was passierte dann? Es wurde dann ein Jahr lang zwischen CDU, CSU und SPD verhandelt, aber nicht etwa darüber, wie die Basis der Steuerzahlenden verbreitert werden könnte. Nein, es wurde 12 Monate lang daran gearbeitet, dass auch diese 95 Personen weiterhin keine Steuer mehr zahlen müssen. Und dazu kann man heute nur sagen, dieses Ziel haben sie fast bis auf den letzten Erbfall erreicht, meine Damen und Herren. Das war aber nicht die Vorgabe des Verfassungsgerichts. Und so wird es bei diesem Gesetzentwurf dabei bleiben, dass die, die mehr als 20 Millionen Euro in Deutschland erben, effektiv 3% Steuern zahlen, während diejenigen, die zwischen 100.000 und 200.000 Euro zum Beispiel erben, das Fünffache an Erbschaftssteuer effektiv zahlen müssen, nämlich 15%. Das nenne ich jedenfalls ungerecht, meine Damen und Herren, Herr Schneider. Und deshalb, Herr Schneider, wäre eben eine Flat-Tax, zum Beispiel 15% für alle und nicht nur für die Mittelschicht, jedenfalls gegenüber diesem Gesetz deutlich gerechter. Der war ja da, der war ja da. Dieses Gesetz, der war vorher da. Dieses Gesetz wird in den nächsten Jahren übrigens auch zu weniger Einnahmen führen und nicht zu mehr, auch das ist völlig klar. Jetzt gibt es ja das Argument, man müsse das Gesetz jetzt trotzdem unbedingt beschließen wegen der sonst drohenden Rechtsunsicherheit. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, erstens hat das Bundesverfassungsgericht selbst schon klargestellt, dass das nicht der Fall ist.
Und im Übrigen, was kann es Rechtsunsichereres geben als ein neu beschlossenes Gesetz, von dem alle eines ganz genau wissen, nämlich dass verfassungswidrig ist. Das Einzige, was wir nicht wissen, ist, wann genau was wie für verfassungswidrig erklärt wird. Und das ist wirklich die Königsdisziplin der Rechtsunsicherheit, meine Damen und Herren. Um es nochmal konkret zu erläutern, auch für Herrn Schneider, dass doch mehr Änderungen gekommen sind, als Sie es eben behauptet haben. Dieses Gesetz ist verfassungswidrig, insbesondere deswegen, weil Sie jetzt auf den letzten Metern einfach die Bewertung von Betriebsvermögen im Vergleich zu sonstigen Vermögen deutlich gesenkt haben. Dabei war genau das schon 2006 vom Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Das heißt konkret, war ein Familienunternehmen nach den Regeln des Ursprungsgesetzes noch 80 Millionen Euro wert, so ist es jetzt in dem hier vorliegenden Beschlussentwurf plötzlich bis zu 60% weniger wert, also nur noch 32 Millionen Euro. Und auf die darauf fälligen Steuern gibt es dann auch noch einen mindestens 30-prozentigen Rabatt, weil die Steuer bei Betriebsvermögen 10 Jahre zinslos gestundet werden kann. Und dann gilt auch noch eine Extra-Regelung für Investitionen und dann kommt noch die durch die pauschale Verschonung, sogenanntes Abschmelzmodell, zwischen 26 Millionen und 90 Millionen Euro ein reduzierter Steuersatz dazu. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns diesen Irrsinn hier heute nicht beschließen. Lassen Sie das nicht zu. Lehnen Sie das Gesetz ab, sonst muss es der Bundesrat tun. Ich erteile das Wort dem Kollegen Christian von Stetten für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns jetzt tatsächlich über ein Jahr mit der Änderung Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht beschäftigt. Und ich sage es, diese Diskussion hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion eigentlich nicht gewollt. Wir haben gute Erfahrungen mit dem jetzt auch noch heute gültigen Gesetz gemacht. Es war zwar schon vorher kompliziert, aber es konnte bei der Vererbung des Familienunternehmens folgendermaßen zusammengefasst werden. Wenn ein Vater oder eine Mutter ein Unternehmen vererbt hat an die Tochter oder den Sohn und er hat das Unternehmen verkauft, er hat es zur Kasse gemacht, dann muss er auch heute schon volle Erbschaftssteuer zahlen und das ist auch richtig so. Aber wenn der Erbe in das Unternehmen eintritt, in das Risiko geht, die Arbeitsplätze eine Zeit lang erhält und eine Zeit lang das Unternehmen nicht verkauft, dann hat er heute die Möglichkeit, diesen Unternehmensteil erbschaftssteuerfrei in die nächste Generation zu überführen. Das war ein sinnvolles System und ich glaube, es hat viele, viele tausend Arbeitsplätze gesichert in der Vergangenheit und dazu geführt, dass die ganze Welt auf unsere Unternehmen, die Familienunternehmen, unsere Hidden Champions guckt und egal wo wir sind, wir werden beneidet um diese Strukturen, diese einmaligen Unternehmensstrukturen in den Familienbetrieben und deswegen war das bisherige Gesetz kein schlechtes Gesetz. Dann hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2014 ein Urteil gefällt und das Positive daran ist, sie haben klargestellt, dass eine Verschonung zu 100% auch heute noch möglich ist. Gleichzeitig haben Sie aber auch klargestellt, dass Erben größerer Familienunternehmen zusätzlich noch nachweisen müssen, dass sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dass sie die Erbschaftssteuer nicht zahlen können, um auch in Zukunft eine Verschonung zu bekommen. Also mussten wir einen Weg finden, der dem Verfassungsgericht gerecht wurde und aber auch dafür gesorgt hat, dass die einmalige Struktur so erhalten bleibt. Denn wenn Sie in die Krise geschaut haben vor einigen Jahren, welche Unternehmen waren es denn, die die Mitarbeiter behalten haben? Es waren die Familienunternehmen. Da, wo der Sohn oder die Tochter des Unternehmers mit den Mitarbeitern zum Fußball geht, in die Schule geht, wo man sich trifft beim Gesangsverein oder auch beim Einkaufen oder in der Kneipe. Nicht da, wo anonyme Börsenunternehmen, anonyme ausländische Gesellschaften, wo der Eigentümer in Chicago oder New York sitzt. Nicht da wurden die Arbeitsplätze erhalten in der Krise, sondern im Prinzip bei uns. Und wir dürfen es auch nicht zulassen, und das haben wir in diesem Gesetzentwurf getan, dass deutsche Familienunternehmen jetzt einen Wettbewerbsnachteil aufgrund der Erbschaftssteuer zahlen. Wenn DAX-Unternehmen keine Erbschaftssteuer zahlen und ausländische Gesellschaften, die in Deutschland ihre Produkte verkaufen, auch keine Erbschaftssteuer im Fiskus auswerten müssen, aber im internationalen Wettbewerb, und wir merken es ja, welche Konkurrenzsituationen bei Ausschreibungen bestehen, jetzt in Zukunft diese Familienunternehmen sozusagen einen Erbschaftssteuerzuschlag
auf ihre Produkte erheben müssten, dann wäre das sicherlich der falsche Weg. Und deswegen haben wir in den letzten 1,5 Jahren uns von der Maxime leiten lassen bei dem Gesetz. Kein deutsches Unternehmen und kein deutscher Unternehmer darf dieses Land verlassen wegen der Erbschaftssteuer. Und ich glaube, das ist mit diesem Gesetzentwurf auch gelungen. Und Frau, liebe Kollegin Wagenknecht, Sie haben völlig recht, nicht nur kein deutscher Unternehmer und kein deutsches Unternehmen darf Deutschland verlassen, sondern auch kein Erbe eines Häuschens muss gezwungen werden, aufgrund der Erbschaftssteuer sein Elternhaus zu verlassen. Und Sie haben angeführt, dass dies eine Ungerechtigkeit wäre, weil wenn in München jemand sein Haus vererbt, auch wenn es nicht besonders groß ist, ein Verkehrswert aufgrund der besonderen Lage in München dann praktisch 1 Million Euro wert wäre und dass der Arbeiter oder die Arbeiterin dann 80.000 Euro Erbschaftssteuer aufbringen müsste und dies sich eventuell nicht leisten könnte, im Elternhaus weiterzuleben. Die Wahrheit ist, wir sehen das genauso wie Sie und deswegen ist dieses Problem längst gelöst. Wir haben im jetzigen Erbschaftssteuerrecht schon klar geregelt, wenn ein Erbe in das Haus seiner Eltern einzieht, das maximal 190 Quadratmeter groß ist, da haben wir wahrscheinlich auf Sie sogar Rücksicht genommen, dass es nicht diese Riesenvillen sind, wenn das Haus maximal 190 Quadratmeter groß ist und er zieht in das Haus ein und bleibt 10 Jahre in dem Haus drin, dann ist völlig egal, wie hoch der Verkehrswert ist, ist völlig egal, wo der Standort ist. Es ist heute schon erbschaftssteuerfrei und ist auch richtig so und bleibt auch so. Ich gebe zu, und das ist vorhin bei den Vorrednern ja angekommen, auch bestätigt worden, dass die Verhandlungen in der Großen Koalition zum Erbschafts- und Steuerschenkungsrecht nicht besonders einfach werden, ist aufgrund der unterschiedlichen Wahlprogramme vorausgesehen gewesen. Ich hätte mir auch ein etwas einfacheres Erbschaftssteuerrecht vorstellen können, aber jetzt haben wir einen Kompromiss gefunden, den wir auch nach außen tragen. Und ich darf alle auch beruhigen, es geht nicht nur um Unternehmen und Unternehmer bei diesem Gesetz. Wenn wir in den letzten 1,5 Jahren mit den Betriebsräten, mit den gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern und Arbeitnehmern gesprochen haben, dann haben sie uns händeringend gebeten, ein Gesetz zu verabschieden, was es auch in Zukunft für möglich hält, dass die Unternehmen, auch wenn sie groß sind, in Unternehmerhand bleiben, in Familienunternehmerhand bleiben, weil auch Gewerkschaftler, auch die, die gerne demonstrieren, was ein Grundrecht ist in Deutschland und auch erhalten bleibt, wenn diese würden auch gerne dort demonstrieren, wissen, wo ist denn der Eigentümer des Unternehmens, wo kann ich meine Forderung einbringen und wo kann ich meine berechtigten Interessen vorbringen. Auch die machen es lieber beim Unternehmer, der in Deutschland wohnt, als in Chicago oder New York, London, wo sie überhaupt keine Adresse finden. Und deswegen ist es auch ein Gesetz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für den Erhalt der Arbeitsplätze in Deutschland. Auf diese Strukturen sollen wir stolz sein. Herr Kollege von Stetten, darf der Kollege Gamke eine, dann aber bitte ganz kurz selbstverständlich Frage stellen? Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Zwei Fragen, die ich verbinden muss. Sie sagen, dass Sie das heutige Aufkommen gerade der Familienunternehmen für angemessen erachten und auch bezahlbar erachten. Das liegt, die Kollegin Paus hat darauf hingewiesen, heute bei aktiven Schenkungen unter 1% und im Durchschnitt bei 4%. Sie selber führen aber aus in einer Veröffentlichung, dass Sie eine Flatrate von 12,5% für absolut bezahlbar halten, es als ein Märchen betrachten, dass diese ins Ausland abwandern würden. Stehen Sie nun zu Ihrer Aussage, die Sie öffentlich gemacht haben, oder diese, die Sie heute im Plenum gemacht haben? Zweite, wenn Sie über Bürokratie und Verlässlichkeit sprechen, das, was ich von den Unternehmen höre, ist, und da stehen wir auch dazu, wir brauchen verlässliche Regelungen. Ist Ihnen bewusst, dass die jetzige Regelung aufgrund eines Verfassungsgerichtsurteils bereits der dritte Spruch eines Verfassungsgerichtes zur Erbschaftssteuer ist und dass wir fest davon ausgehen müssen, dass Sie eine Regelung hier vorstellen, die ein viertes Mal vor dem Verfassungsgericht landen wird und damit eben keine Rechtssicherheit und Vertrauen in die Politik schafft? Vielen Dank für die Frage. Und grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, ich bin immer für Steuervereinfachung. Nun, wir waren völlig neu. Und ich bin 13 Jahre hier im Parlament, dass die Grünen auch nur einen einzigen Beitrag bisher zur Steuervereinfachung geleistet haben. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, in den letzten 1,5 Jahren der Diskussion haben wir natürlich alle Möglichkeiten durchgespielt, was es für Möglichkeiten gibt, ein neues Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht zu beschließen. Und wir haben es ja vorhin schon gehört. Sie hätten Möglichkeiten gehabt, und noch
ihre eigenen Gesetzentwürfe einzubringen. Da ist überhaupt nichts gekommen. Allerdings gehört zur Wahrheit auch dazu, die Diskussionsbeiträge, die ich von der Opposition in den letzten 1,5 Jahren gehört habe zu dem Thema, hätten die Erben und die Arbeitsplätze in Deutschland nicht sicherer gemacht. Ich kann auch nur sagen, wie wichtig die Regierungsbeteiligung der CDU und CSU in dem Zusammenhang noch mal völlig deutlich geworden ist, was hier passiert ist. Denn ich möchte jetzt nicht aufzählen, was alles aus Ihrer Fraktion an Forderungen gekommen ist. Sie können Also, das ist zwar technisch innovativ, trifft aber leider nicht zu, sodass diejenigen, die es vorgezogen haben, diese Plenarsitzung live und in Farbe zu verfolgen, genauer über die Zeitabläufe informiert sind, als diejenigen, die das auf diesem Wege zugerufen bekommen haben. Bitte schön, Herr Kollege. Und ich hatte gedacht, Herr Präsident, Sie lassen nur noch eine Zwischenfrage zu. Also, um es abschließend zu machen. Ich habe in den Diskussionen schon den Eindruck gehabt, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Opposition überhaupt keinen Einblick haben, wie Entscheidungen in Familienunternehmen getroffen werden, wie Strukturentscheidungen, wie Investitionsentscheidungen getroffen werden hier in Deutschland. Und da könnten wir Ihre Vorschläge, die Sie jetzt in den letzten Monaten gebracht haben, aus Seiten der Linken, aber auch Seiten der Grünen, wenn wir diese so umgesetzt hätten, wie Sie sie im Wahlprogramm auch beschrieben haben, mit deutlicher Erhöhung der Erbschaftssteuer, hätte uns in den nächsten 15 Jahren mindestens 3 Millionen Arbeitsplätze gekostet. Das haben wir verhindert und deswegen, Damen und Herren, glaube ich, dass wir jetzt hier auf dem richtigen Weg sind. Ein verlässliches Erbschaftssteuerrecht für die Bürgerinnen und Bürger, die betroffen sind als Erben, aber auch für die Arbeitsplätze, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die lieber bei Familienunternehmen arbeiten, wo übrigens auch ganze Regionen geprägt sind von diesen Familienunternehmen. Wo gehen denn die Mitarbeiter hin, die im Sportverein tätig sind, die im Gesangsverein tätig sind, wenn ein neues Klavier gebraucht wird, wenn Anschaffungen im Jugendbereich gemacht werden? Es ist der direkte Zugang zum Unternehmer und die sind auch großzügig in diesen Bereichen. Und diese Strukturen, die weltweit nicht nur geachtet werden, sondern kopiert werden wollen, diese wollen wir nicht zerstören. Und wenn Sie da in den nächsten Jahren sinnvolle Vorschläge von Ihnen haben, dann sind wir da auf einem guten Weg. Herzlichen Dank. Für den Bundesrat erhält nun die Finanzministerin von Schleswig-Holstein, Monika Heinold, das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Besteuerung von Einkommen und Vermögen nach Leistungsfähigkeit ist kein ideologischer Unsinn. Es geht nicht um ideologische Scheuklappen, wie gesagt, sondern, und das ist ja traurig, dass wir die CSU an ihre eigene Verfassung immer wieder erinnern müssen, es geht darum, die Ansammlung von Riesenvermögen, ihre Verfassung, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Meine Damen und Herren, was darf die Länderkammer erwarten? Schön, dass Sie wach sind. Guten Morgen. Was darf die Länderkammer erwarten, wenn ihr am 8. Juli ein neues Regelwerk für die Besteuerung, Erbschaftsbesteuerung von Unternehmen vorgelegt wird? Ich habe zugehört. Die Länderkammer darf erwarten, dass es einen Vorschlag gibt, der eindeutig verfassungs- und gestaltungsfest ist. Die Länderkammer darf erwarten, dass die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes berücksichtigt werden. Und sie, einen Augenblick mal, jetzt hat im Augenblick Frau Heinold das Wort. Es gibt ja noch weitere Redner. Bitte schön. Die Länderkammer darf erwarten, dass die Einnahmesituation, die finanzielle Auswirkungen für die Länder klar benannt ist, nachvollziehbar benannt ist. Nicht im Jahr 2040, sondern jetzt. Und, meine Damen und Herren, wir dürfen erwarten, dass es ein Gesetz gibt, was tatsächlich Erben nach ihrer Leistungsfähigkeit gerecht besteuert. Ich komme dazu. Das, meine Damen und Herren, was Sie uns vorlegen, wird all diesen Ansprüchen nicht gerecht. Es ist falsch, ein bisschen Geduld, und ich komme dazu.
Meine Damen und Herren, es hat einen Gesetzentwurf der Bundesregierung gegeben, und der ist verwässert worden, von Tag zu Tag verwässert. Und das sind nicht kleine Änderungen. Ich habe auf jeden Fall gelesen in Ihrem Bericht des Haushaltsausschusses. Dort steht unter dieser Tabelle zu den Finanzen, da ist die Rede von einer Vielzahl hochkomplexer Änderungen. So komplex, dass Sie uns nicht einmal sagen können, was das denn für die Länder finanziell heißt. In der letzten Minute von der CSU durchgedrückt. Das ist Ihr Problem, meine Damen und Herren. Eingezogene Privilegien, Verschonung, ein Ritt auf der Rasierklinge der Verfassungswidrigkeit. Und die Messlatte von Steuergerechtigkeit wird gerissen. Die Länder können knobeln, wie viel ihnen an Einnahmen bleibt, für Bildung, Teilhabe, für all das, was wir finanzieren müssen. Und ich sage Ihnen als grüne Finanzministerin, kann ich dem nicht zustimmen. Und ich freue mich, dass ich damit nicht alleine bin. Meine Damen und Herren, Ihr eigener Bundesfinanzminister hatte am Anfang der Debatte einen Eckpunkteplan vorgelegt, von dem Lisa Paus sagt, war schon schwierig genug, von dem ich sage, das wäre doch ein Kompromiss, um zueinander zu kommen, Bundesrat und Bundestag. Und natürlich haben die Länder gearbeitet, nicht wie Sie in der Nacht- und Nebelaktion, sondern ordnungsgemäß über den Bundesrat. Wir haben Ihren Regierungsentwurf genommen. Wir haben ihn ergänzt um die Stellungnahme der Länder. Dieses ist im Bundesrat mit Mehrheit auch abgestimmt worden. Wo ist denn Ihr Problem? Ihr Problem ist, dass Sie die CSU an Bord haben und dass sie alles blockiert, was verfassungskonform wäre. Meine Damen und Herren, sowohl der Eckpunktekatalog von Schäuble als auch der Regierungsentwurf ergänzt um die Länderstellungnahme, das wäre eine Grundlage für den Fortbestand vererbter Betriebe. Kein normaler Mensch bezweifelt das, glaube ich. Es wäre der Erhalt der Arbeitsplätze und es wäre im Vergleich zur geltenden Rechtslage eine leistungsgerechtere Besteuerung. Ja, es wäre nicht das, was ich mir wünsche und was viele Experten sagen, die davon sprechen, dass wir die Erbschaftssteuer im Grundsatz vom Kopf auf die Füße stellen sollen. Stichwort Flat-Tax. Aber wir müssen aufeinander zugehen, Bundestag und Bundesrat. Wir brauchen ein verfassungskonformes Gesetz. Wir brauchen Rechtssicherheit für die Betriebe. Und, meine Damen und Herren, noch einmal mit Richtung auf die SPD. Wir müssen der Reinigungskraft Frau Neumann aus Gelsenkirchen aufrichtigen Herzens versichern können, dass es in unserem Staat gerecht zugeht. In dem Sinne hoffe ich, meine Damen und Herren, dass der Bundesrat es besser macht, als Sie es heute vermutlich machen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Kiesel-Thepe für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber den klaren Auftrag erteilt, die steuerfreie Übertragung von größten Vermögen ohne Prüfung einer Bedürftigkeit zu beenden. Und warum? Weil das bisherige Gesetz ungerecht ist. Und es war ein schlechtes Gesetz, Herr von Stetten. Diesen Auftrag umzusetzen, ohne das Steueraufkommen zu erhöhen, wie von der Union verlangt, kommt einer Quadratur des Kreises gleich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herausgekommen ist ein politischer Kompromiss, der kleinste gemeinsame Nenner, nicht mehr und nicht weniger. Und sollte das Gesetz erneut in Karlsruhe scheitern, dann trägt einzig und allein die Union hierfür die Verantwortung. Ein Gerechtigkeitsempfinden bei der Christlich-Sozialen Union zu verlangen, war wahrlich zu viel verlangt. Aber es hat sich gezeigt, dass Horst Seehofer sich als der größte Bremsklotz erwiesen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zukünftig wird das Betriebsvermögen ab 90 Millionen, also bei den Superreichen, ohne Nachweis einer Bedürftigkeitsprüfung nicht mehr verschont werden. Und das ist auch ein großer Erfolg, den ich nicht kleinreden werde.
Die Bedürfnisprüfung ist ein großer Schritt nach vorn. Wer eine Verschonung von der Erbschaftssteuer in Zukunft haben will, der muss seine privaten Vermögensverhältnisse endlich offenlegen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist auch ein Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit. Und hieran werden wir uns als Sozialdemokraten in Zukunft auch einsetzen. Wenn es um die Reform der Erbschaftssteuer geht, werden wir daran anknüpfen. Statt 90 Millionen Euro wären beispielsweise 20 Millionen Euro ein vernünftiger Schwellenwert gewesen. Ursprünglich war das in den Eckwerten, den Herr Finanzminister Schäuble vorgelegt hat, auch so vorgesehen. Herr Dr. Meister weiß das zu gut. Allerdings im Rahmen der Beratungen war das so, dass die Lobbyvereine, die Familienunternehmer wohl so dermaßen an die Tür geklopft haben, dass diese Eckwerte auch entschärft wurden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich befürchte, dass auch in Zukunft Unternehmen gestalten werden können. Der Kreativität ist da keine Grenzen gesetzt. Und ich habe auch Bedenken, ob diese Regelungen in Karlsruhe Bestand haben werden. Die Finanzminister von Nordrhein-Westfalen und von Niedersachsen teilen meine Einschätzung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Sozialdemokraten wollen eine Erbschaftssteuer, die einen signifikanten Beitrag zum Abbau der enormen Vermögensungleichheit in diesem Land leistet. Das bleibt auch in Zukunft auf unserer politischen Agenda. Und ohne Arbeitsplätze zu gefährden, hätten wir auch das Steueraufkommen erhöhen können. Hierfür lagen Konzepte vor. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung hat das beispielsweise vorgerechnet. Von 2009 bis 2014 wurden über 170 Milliarden Euro Betriebsvermögen steuerfrei übertragen. Und dadurch sind unserem Gemeinwesen 43 Milliarden Euro entgangen. Und das hing mit der Überprivilegierung von größtem Vermögen zusammen. Das wollen wir mit der Einführung der Bedürftigkeitsprüfung heute auch abschaffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Erbschaftssteuer ist keine Bagatellsteuer. Wenn man sie gerecht gestaltet, führt sie auch zu Mehreinnahmen. In der Vergangenheit haben die Vergünstigungen dazu geführt, dass die Einnahmen nicht so hoch waren. Das wollen wir in Zukunft ändern, indem wir eben die 1% der Superreichsten belasten wollen. Und ich kann leider auch nicht verhehlen, dass ich mir eine andere Lösung gewünscht hätte. Das ist so. Das ist auch die Meinung vieler meiner Kollegen. Aber umso mehr bedauere ich, dass in den anderthalb Jahren der Beratungen es auch keinen Gesetzentwurf der Länder gab zu dieser Frage. Das wäre wirklich sinnvoll gewesen, weil die Einnahmen den Ländern zufließen. Und in dieser Frage bin ich auch gespannt auf die Haltung Baden-Württembergs in der Sitzung des Bundesrates. Und von Linken und Grünen hörte ich heute auch nur unqualifizierte Kritik. Daher wüsste ich auch gerne, was sind eure Konzepte, was sind eure Anträge, Änderungsanträge. Ich habe bisher noch keine gesehen. Und im Übrigen, Frau Paus, was Ihre Kollegen vorgeschlagen haben, nämlich eine Flat Tax von 15%, wie sie die Grünen fordern, das schafft wahrlich kein relevantes Mehraufkommen mehr und ist auch nicht gerecht. Große Betriebsvermögen müssen angemessen besteuert werden. Und hoffentlich gelingt das in der nächsten Legislatur unter anderen Mehrheitsverhältnissen besser. Das geht aber nur mit progressiven Steuersätzen und nicht mit Flat-Tax-Modellen, die Sie aus der neoliberalen Mottenkiste herausgekramt haben. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Fritz Günzler das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wir beraten heute das Erbschaftssteuerrecht. Ich glaube, kein Steuergesetz ist so geeignet dafür, ideologische Debatten zu führen. Und Frau Wagenknecht, Sie haben es ja dann auch bewiesen. Ich finde interessant, dass bei den Linken nicht die Fachpolitiker gesprochen haben, sondern dass Sie eine ideologische Rede hier gehalten haben. Es hätte mich schon interessiert, dass Sie am Gesetzentwurf argumentiert hätten. Erstaunt bin ich auch über den Beitrag Frau Ministerin Heinold. Also der Bundesrat, glaube ich, hat nicht gerade bewiesen, dass er leistungsstark ist in diesem Punkt. Die Erbschaftssteuer ist eine Ländersteuer.
Von daher wäre es auch Aufgabe der Länder gewesen, sich zu einigen und einen Gesetzentwurf vorzulegen, über den wir dann gerne debattiert hätten. Aber Sie haben die Verantwortung auf den Bund geschoben und wir mussten Ihnen was vorlegen. Und jetzt kritisieren Sie daran rum, ohne einen konkreten eigenen Vorschlag vorzuweisen. Und, meine Damen und Herren, zum Thema Beratung. Das Urteil kommt vom 17. Dezember 2014. Herr Minister Schäuble hat zügig ein Eckpunktepapier vorgelegt. Wir haben dann im letzten September hier die erste Lesung gehabt. Wir haben umfassend alle Punkte diskutiert und angesprochen. Wir haben im Ausschuss auch dargelegt, dass die Dinge, die von den Grünen und den Linken bemängelt worden sind, in der Anhörung besprochen worden sind und auch andiskutiert worden sind. Von daher kann ich überhaupt nicht verstehen, dass man kurz vor Toreschluss sagt, wir haben gar nicht mitberaten. Dann haben Sie Ihre Arbeit nicht gemacht, Herr Pitterle, die ganze Zeit. Das ist die Wahrheit. Meine Damen und Herren, über das Urteil ist ja viel geschrieben worden und die Überschriften waren immer, das Erbschaftssteuerrecht ist verfassungswidrig. Das ist zu kurz gegriffen. Wir müssen feststellen, dass das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass die Steuerbefreiung, die Verschonungsregelung grundsätzlich verfassungskonform sind. Es hat sogar gesagt, dass wir Unternehmensvermögen bis zu 100% freistellen können, wenn wir die richtige Begründung dafür geben. Das bisherige System wurde im Grundsatz durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Und das war ein Erfolg. Und ein Erfolg hat auch einen Sohn sozusagen, das ist der Staatssekretär Dr. Michael Meister, der uns in Karlsruhe hervorragend vertreten hat. Und worum geht es, was hier in der Debatte meines Erachtens viel zu kurz gekommen ist? Es geht um die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Sicherung von Investitionsfähigkeit der Unternehmen. Denn es ist so, dass wenn Sie ein Unternehmen in die nächste Generation übertragen, es zu Erbschaftssteuerzahlungen kommt, diese aus den Unternehmen genommen werden müssen über Ausschüttung oder Entnahmen. Und das gefährdet das Unternehmen. Und von daher gefährdet es auch Arbeitsplätze, meine Damen und Herren. Und von daher ist es kein Geschenk an die Unternehmer, sondern aus volkswirtschaftlichen Gründen sinnvoll, diese Unternehmensübergaben steuerfrei zu stellen, um die Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Natürlich sind wir in einem Spannungsfeld, wenn wir was verschonen, das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil ja auch ausgeführt, dieses vernünftig zu begründen. Und Frau Paus, Sie haben ja auch wieder ausgeführt, alles wäre verfassungswidrig, die Linken ja auch, aber das einzelne Argument sind Sie bisher schuldig geblieben. An welcher Stelle denn? Das Bundesverfassungsgericht hat uns einen klaren Auftrag gegeben, was wir zu ändern haben. Da geht es darum, dass wir bis jetzt bis zu 50% Verwaltungsvermögen, sozusagen schlechtes Vermögen, nicht mit übertragen dürfen in Zukunft. Das senken wir auf 10%. Damit haben wir dem Bundesverfassungsgericht Rechnung getragen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir müssen die Gestaltungsanfälligkeit des Erbschaftssteuerrechts minimieren. Auch das haben wir sogar schon vorher getan. Über die Cash GmbHs haben wir eine Lösung über den Finanzmitteltest geführt. Und Sie müssten mir dann die Gestaltung, Herr Kollege Gamtke, mal nennen, die es neu gibt. Ich bin ja beratend tätig. Auf dieses Gesetz habe ich noch keine neue Gestaltung gefunden, aber Sie anscheinend ja schon. Sie könnten uns diese ja dann verraten. Dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wir können bei der Lohnsummenregelung bei den kleinen Unternehmen keine Befreiung von der Bürokratie machen bei 20 Arbeitnehmern. Wir müssen da runtergehen. Nun haben wir fünf Arbeitnehmer geeinigt. Im Ursprung waren es ja 3 Arbeitnehmer. Und dann wird diskutiert, wie viele Unternehmen davon betroffen sind. Das weiß eigentlich ja gar keiner. Wir können das Statistische Bundesamt befragen und dann sehen wir die Grundgesamtheit der Unternehmen in Deutschland, die davon betroffen sind. Aber die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist ja, wie viel von diesen Unternehmen denn tatsächlich in die nächste Generation übertragen werden. Und ich kann Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, aber das kann man auch nachlesen, ist es so, dass gerade bei kleineren Unternehmen eine Übertragung in die nächste Generation gar nicht stattfindet. Von daher müssen Sie das richtige Vergleichspaar suchen. Und ich sage Ihnen auch noch mal sehr deutlich, ein Großteil dieser Übertragung unterliegen den persönlichen Freibeträgen der Erbschaftssteuer, sodass es hier gar keine zu einer Steuerbelastung käme. Also von daher, glaube ich, sind wir auch an diesen Punkten auf einem guten Weg. Und letztlich hat das Bundesverfassungsgericht uns aufgetragen, die deutsche Wirtschaft einzuteilen in kleine und mittlere Unternehmen, in große Unternehmen. Und da haben wir heftig diskutiert, ab wann ein großes Unternehmen beginnt. Da gibt es unterschiedliche Definitionen. Wir haben uns jetzt an die Steuerklassen gehalten und sind bei 26 Millionen gelandet. Ich verweise gerne auf die schöne Textziffer 175 des Bundesverfassungsgerichtsurteils, wo sogar verwiesen wird auf einen rot-grünen Gesetzentwurf, wo sogar eine Grenze von 100 Millionen möglich gewesen wäre. Und wir haben uns aber auf 26 Millionen
verständigt, um auch hier auf den sicheren Weg zu gehen. Ich glaube, eine vernünftige Lösung. Danach werden wir die Bedürfnisprüfung haben, die wir uns auch nicht ausgedacht haben. Zum einen die Verschonungsbedarfsprüfung, wo wir sogar das Privatvermögen einbeziehen. Wir gucken, ob das Bedürfnis der Verschonung gegeben ist, weil vielleicht genug privates Vermögen da ist, 50% davon einzusetzen für die Zahlung der Erbschaftssteuerschuld. Und wir machen parallel ein Abschmelzungsmodell, was leider etwas gemindert wurde aus meiner Sicht. Herr Schneider hat darauf hingewiesen, wir hatten uns das etwas anders vorgestellt. Aber ich finde es auch das richtig, dass wir mit 26 Millionen nicht ein Fallbeil haben, dass wir sozusagen von einer 85-prozentigen oder 100-prozentigen Verschonung auf eine Nullverschonung gehen, sondern dass wir da einen gleitenden Übergang haben. Das waren die Punkte, die das Bundesverfassungsgericht aufgetragen hat, und die haben wir gelöst. Und wir haben es sogar noch verbessert mit dem Thema der Investitionsklausel, dass wir den Unternehmern die Möglichkeit geben, Liquidität, die grundsätzlich zu viel im Unternehmen ist, zu begünstigten Vermögen zu machen. Weil es ja so ist, Frau Paus, dass die Unternehmer sich nicht nur auf die Kreditinstitute verlassen, sondern das Geld ansammeln in Unternehmen, um dann die Investition zu tätigen. Und es wäre ja nun wirklich dumm, wenn der Unternehmer gerade in diesem Zeitpunkt, wenn die Liquidität angesammelt ist, verstirbt und der Sohn darauf oder die Tochter darauf Steuern zu zahlen hat, sondern dass sie dann die Investition auch noch tätigen können, damit es weiterhin Arbeitsplätze gibt und das Unternehmen in der bisherigen Form erhalten werden kann. Von daher ist die Investitionsklausel eine gute Lösung. Und wir haben dann uns auch mit der Bewertung beschäftigt. Sie haben hier so ein Zahlenbeispiel gebracht. Sie sind ja ausgegangen von einer utopischen Bewertung. Wir haben mittlerweile im vereinfachten Ertragsverfahren einen Faktor von 18. Alle Unternehmer, die ich kenne, würden für den Faktor von 18 ihr Unternehmen wahrscheinlich sofort veräußern, weil das völlig irreal ist, was da ist. Wir haben deshalb jetzt wieder eine Lösung gefunden, dass das vereinfachte Ertragswertverfahren zu halbwegs vernünftigen Lösungen führt. Steht übrigens im Gesetz, das Verfahren ist nur anzuwenden, wenn es nicht zu unrealistischen Ergebnissen führt. Also wir hätten das eigentlich schon jetzt gar nicht mehr anwenden dürfen, weil der Faktor von 18 völlig unrealistisch ist. Und ich sage Ihnen, der Faktor von 10 ist auch noch unrealistisch. Von daher sind viele gut beraten, vielleicht ein Gutachten bei einem Wirtschaftsprüfer in Auftrag zu geben, um dann einen niedrigeren Wert zu erzeugen. Meine Damen und Herren, ich glaube, in der Kürze konnte man zeigen, oder Sie hätten die Möglichkeit gehabt, hier zu zeigen, warum es wirklich verfassungswidrig ist. Ich fand das wenig überzeugend. Ich glaube, unter dem Rahmen, der ja mehrfach geschildert ist, haben wir hier einen guten Kompromiss erzielt. Und ich würde mir wünschen, dass der Bundesrat hier nicht blockiert, sondern dieses Gesetz mitbeschließt, damit wir zügig Rechtssicherheit für die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland haben. Und zum Schluss, damit ich auch in der Redezeit bleibe, Herr Präsident, erlauben Sie mir eine persönliche Anmerkung. In diesem Prozess der Erbschaftssteuer habe ich mich sehr ausgiebig mit unserem Kollegen Philipp Graf Lerchenfeld auseinandergesetzt, diskutiert, gemeinsam mit der CSU debattiert. Und ich weiß, dass der Graf Lerchenfeld am Fernseher uns heute verfolgt und die Debatte verfolgt, weil er gesundheitlich ein wenig angeschlagen ist. Ich wünsche Ihnen einfach gute Besserung. Lieber Philipp, alles Gute von hier. Danke. Letzter Redner ist der Kollege Lothar Binding für die SPD-Fraktion.